Ja, wir hatten das auch im Seminar von Rotenburg, wo wir einfach nochmal diskutiert haben und dargestellt bekommen haben von der Miriam Weigel aus der 60-Extremismusstelle der Landeshauptstadt München, welche Strategien denn einerseits die Rechtspopulisten, die Rechtsextremisten fahren und sozusagen auch in München ergreifen, um ihre Parolen salonfähig zu machen. Auf der anderen Seite, welche Strategien dagegen ergriffen werden. Auf der anderen Seite von Michael Helmbrecht, der aus seiner Stadt Gräfenberg gezeigt hat, wie mit Bürgergesellschaft, wie mit Menschen, die dort wohnen, aber auch Unterstützung von außerhalb, dort die Nazi-Aufmärsche, die innerhalb von 3 Jahren ja mindestens 50 Mal dort waren, das vertrieben haben. Daran entwickelte sich eine rege Diskussion, kann man stolz sein auf die Heimat, kann die Heimat Begriff denn überhaupt als Begriff von grüner Seite verwandt werden, ist es ja eine Dosis, die wir auch für unsere Belange und unsere politische Diskussion umwidmen können, oder ist es Gift und spielt nur den Nazis in die Hände? Das sind so die Punkte gewesen, an denen wir sich auch ein Stück rauskristallisiert haben. Es gab natürlich da keine Einigkeit und es gab aber viele Ansätze, wo zum Beispiel jetzt aus der Stelle in München auch für andere kommunalpolitisch Aktive dort eine Möglichkeit sich entwickelt hat, um da ja vielleicht nochmal Anträge in der Richtung zu stellen. Es war wie auch eine Ideenbörse, um deutlich zu machen, dass hier für Nazis, Rechtspopulisten, Rechtsextreme kein Fußball ist.